Willkommen zurück, ihr Panserianer und Ninnen. Heute haben wir Folgendes, und zwar ein AMX 13105 Replay. Und zwar gespielt von Lagoon. Ne? Hier, Lagoon. Ja, ist ein 10er Scout von den Franzosen. Er ist auf der Karte Nebelburg, ne? Ist eine Kleinstadt neben Hamburg. Und zwar spielt er ein Großgefecht, und da ist auch genau das gleiche wie immer, ne? Gagnerbasis erobern, Gagnerfahrzeuge zerstören. Na, dann Longplay hier laufen, minus 5 durch vorgeschobene Beobachter. Das ist, 3 von ihnen aufgeklärte Panzer müssen zerstört werden, und Nebenbedingungen, 5 Panzer, die sie aufgeklärt haben, müssen Schaden bekommen. Habe ich jetzt mal in Kurzform wiedergegeben, ne? Und wie er das alles hinbekommt, schauen wir uns mal gemeinsam an. Na, wo fährt er hin? Vorne in den Busch da. Genau, also hier ist so ein Busch da an der Seite, da macht er alles auf, was oben hinfährt, also rein. Oder ihr könnt euch auch da hinstellen, was natürlich gefährlicher ist, aber einen tieferen Spot gibt. Ist immer so Fuffi, Fuffi, ne? Aber hier kannst du wechseln zwischen dem und dem. So, während er da jetzt spottet. So, gehen wir mal raus. Sehr schön, Badchat. Ne? Noch ein. Ja, Kette, Badchat, wissen wir ja alle, ne? Die Franzosen Scouts oder gerade die Badchat. Hä? Ja. Grille, good job, würde ich sagen. Ne, die hat geschossen. Lackern kriegt den Schuss ab. Läuft. Ja, wenn er da jetzt so rumwuselt, gucken wir uns mal die Mumpeln an. Da hat er mit normaler Muni 234 Durchschlag, 390er Alpha. Mit hier Heat, ne? Mit Heat 280 Durchschlag, 390 Schaden. Und Hö hätte, wenn er welche dabei hätte, 53 Durchschlag und 480er Alpha. Dann hat er hier den Geizknochenfeuerlöscher, ne? Ersatzteilkiste, eine kleine, und kleine Erste-Hilfe-Kasten. Dann fährt er ihn mit Tarnnetz. So, ich zoome mal wieder so raus, ne? Ein bisschen beobachten hier. Jetzt fährt er in den vorderen Busch. Da bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. Ne, ich habe das Replay erstmal runtergeladen, habe schon gesehen, ganz viel Spotting-Schaden. Das heißt, er wird passiv stehen. So wie jetzt die Anfangsspielweise ist. Schön zu sehen, dass es doch wieder klappt. Aber ich selber halte vom passiven Scouten gar nichts mehr. Weil irgendwie spottest du die ganze Zeit und keiner schießt drauf. Und danach schreien sie immer, Spot! Ja, ich habe mittlerweile 50 Panzer aufgeklärt und 700 Spotting-Schaden. Aber wenn keiner drauf schießt, dann mache ich selber Schaden, ne? Ist ganz cool für die WN8. Aber, naja. So. Jagd E fährt auch auf offener Pläne. Badget ist oben. So, schön. Gehen wir wieder in deine Ansicht. Ja, was er für Personal drauf hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber sechsten Sinn hat er, das haben wir gesehen. Ich denke mal, Tarnungsskill hat er auch komplett. So, Object 430U passt auf deine Base auf, sehe ich gerade hier hinten. Ne, da oben immer hier die TDs. Ja, schön hier. Jagd eh. Könnte sich ein bisschen mehr einbringen. Ah, die Positionen sind auch normal. Ja, auf der anderen Seite nehme ich genau das gleiche. Ne? Hier stehen so. Ich weiß nicht, welcher TD da noch steht, aber manche stehen halt hier, eine Grille oder so vielleicht. Keine Ahnung. Wir haben irgendwie Hoffnung, dass sie da oben hinschießen können. Die bleiben sogar hier stehen, obwohl der Hill schon dein Team hat. Ja, vielleicht kann man ja auf den eigenen nochmal schießen und sich dann freuen, so hihi. Oh, du darfst jetzt nicht schießen, Lackern, ne? Du weißt, dass vorne der Sheridan ist. Und wenn du hier schießt, hast kein Cover zu dem da. Oder den. Wer steht denn da noch? Ja, eine Badchat noch. Grille, ist die bei dir so in der Sichtweite? Wo bist du? Nö. Oh, hier, 113. Sniper 73. Das muss wehtun. Ganz wichtig. Oh. Hätte ich lieber mal meinen Mund gehalten.
Pass auf, jetzt kriegst du von vorne. Jo. Ja, weil da oben stehen sie sehr gerne. Kann ich gar nicht zeigen jetzt. Hau ab! Fahr! Lauf, Forest! Ja, die Seite fällt auch. Ich für mich selber habe gemerkt, hier muss eigentlich die Seite nur halten. Und die hier muss gewinnen. Dann ist eigentlich alles ganz cool. Zieht sie jetzt auf die eigene Arti? Echt? Schieß mal drauf, bitte. Ach nö. Nicht Tipps geben. Drauf schießen. Wie damals im Russen-Server. Haben sie im Forum geschrieben dann, ne? Jeder schießt auf seine Arti. Wurde lange genug angekündigt. Und dann haben das beide Teams echt gemacht. Ja, und zwei Artis pro Team stand 2-2, wo es gerade angefangen hat. Bis die Arti-Player aufgegeben haben. So, deine Kanone ist noch kaputt, ne? Aber das Geizknochen-Setup sagt auch, nö, ich repariere nichts, ne? Bist du ein Schwab, oder ein Schotte? Na kann, hä? 3400, 3800, jetzt zwirbeln die Zahlen rein hier, ne? Jo, 4-2. So, hier, Noob-Killer, eher ein 100. Killer! Jo, da sind wir schon bei 5-5, 5-7. Das ist ja hier wie auf dem Dings da. Wie heißt das hier? Gebote da. Na hier, erstes Gebot, zweites. Jagd eh auf offener Pläne rechts. Darf ich nochmal rauszoomen so? Ich will so gucken. Sehr schön. 113 Sniper. XX Sniper. Er fährt. Unfair. Komm, der stirbt doch jetzt. Ja. Schade, gebunst ist einer. Na, wenn rechts was aufgeht, wechsle ich wieder. Sehr schön. Ja, das war's. Na, man fährt ja immer in campende TDs rein. So, gehen wir wieder in deine Ansicht. Da kommt der nächste Freiwillige. Sheridan. Na. Na, er kommt noch weg. 388 Schaden nur. Das heißt nur immerhin, ne? Badger. Der nächste Freiwillige. Also das ist so echt wie Lemminge, ne? Da vorne ist der 113er gestorben, die anderen fahren hinterher. Wie konnte der da sterben? Hm, lass mal gucken gehen. Und sie machen es weiterhin. Streetswagen auch weg. Ich geh mal wieder raus. Lass mal gucken. Da IS-7. Ja, steht gar nicht mehr so schlecht, ne? Ne, das steht gut. Eine Bedshed. So. Ja, Sheridan raus. Wir sind bei 7217 Spotting Damage schon. Ah, taucht die Bedshed nochmal auf links. 7-6. Wahnsinn, ist ja wie eine Auktion hier. Wer bietet mehr? T57 Heavy, du darfst doch nicht weg, oder? Nö. Sag ich doch. Der Lackern ist kurz Kaffee trinken gegangen, ne? Spotting-Schaden läuft ja von alleine, dann gucke ich mal weiter. Ne? Dann hat er sich jetzt geteilt mit der Badshed, die da oben steht, ne? Ja. Oder der Streetswagen. Oh Mann. Da steht da noch der Sheridan. Hier, Badger. Badger. Jawohl. Oh Gott. Ne. Nimm ihn weg. Oh, jetzt juckt's. Jetzt juckt's lackern, oder? Jawohl. Sehr schön. Jetzt hätte ich so überlegt, schnell den Killshot rausdrücken. Dann rückwärts da hinter den Stein, dass die Badger nicht auf mich schießen kann. Oder die IS-7. Nur so ein Zwiespalt, ne? 8906 Spotting-Schaden schon. Lackern ist auch wieder zurück vom Kaffee holen. Ne, hat gesehen, boah, cool. Ja, Badshed. Ne, das verstehe ich immer nicht, echt nicht. Wenn du siehst, dass deine Teamkollegen in den meistbekanntesten Camper-Hügel in diesem Gefechtsmodus hier vorfährt, wieder 113er und kläglich stirbt. Nicht mal ein Schuss ab, gar nichts. Warum fährt man dann hinterher? Das ist so die Beweistheorie, ne?
Oh, die Batchet fährt vor. Das ist natürlich cool. Also links jetzt, ne? Das heißt, Batchet hatte 1,4 noch oder 1,5? 1,4. Jetzt da. Ja, zu zweit können sie ihn locker rausnehmen. Das ist ein schönes Zusammenspiel. So, Batchet, komm von links bitte. Du musst ja nur die Kanone auf dich lenken. Ohne einen Schuss zu fressen. Da hol ihn dir. So, und jetzt. Aim, aim, aim. Jawohl. Eins. Zwei. Und tschüss. Ah, ich hatte schon Befürchtung, dass er bounced. Wie heißt der Titan hier? Daimadate. Der bombt den Markt. So, und jetzt geht's weiter. Rechts der Hill gehört noch dem Leo und dem AMX. Mal schauen, ob die da immer noch oben stehen. Object 430 Uhr aus deinem Team schaut immer noch, dass die Basis clear ist. Also der hat das ganze Spiel nur auf die Basis aufgepasst. Finde ich super, ne? So eine Spieler braucht man. 22 zu 15 steht es mittlerweile. Eine WN8 von 1,6. Eine Effizienz von 1,961. Hill wird erobert. Lackern hilft mal schnell mit, falls der AMX da oben auch ist. Nö. Ah, Leo ist schon hier unten. Ja. Tschüss, Leo. Ja, und jetzt gib Gas. Ne? 8906 gespottet, 1846 Schaden selbst fabriziert. Jetzt geht er in Angriffsmodus. Da ist ein Baum gefallen oben auf dem Berg. Noch ein Baum. Das heißt, ein, zwei Panzer stehen da. Noch ein Baum. Also wer immer auch da oben steht, der kriegt eine Medaille im Baumfällen. Hier AMX noch ein Baum. Na, wird nix, ne? Also das war jetzt mit 422 nochmal so... Ich hab's versucht, aber es ist doch nichts geworden. So, Gegner-Arti, tschüss. Sehr schön. So, jetzt die anderen Artis noch. Drei Stück hatten wir am Anfang, wie ich gesehen habe. Das heißt, zwei sind noch da. Sehr schön. Einmal hier, einer noch rauf. Ja, und tschüss. Jetzt haben wir da unten die TDs noch. 27-17. 9800 Spotting-Schaden. 10.600 bietet jemand mehr. 2,5 Schaden. 2,9 Schaden. Immer noch im Reloaden. 10.891. 10.936. Ja, du kannst dich nur noch selber überbieten. Eine WN8 von 2.919. Jetzt sind wir ja mal gespannt. IS-7 noch oben. Kriegst du da auch noch Spotting-Schaden? Oder ist die IS-7 schon auf dem Weg zur ARTI GWE 100 auf A7? Sind gut zurückgekommen. Da ist die IS-7 noch. Ist das dein Spotting-Schaden? Den 100er nimmst du auch noch mit. 50! Ja, gut verhandelt, ne? Von 100 hat er nochmal 50 mitbekommen. 10.986 gespottet und 2.983 Schaden selbst fabriziert. So, dann gehen wir mal in seine ausgewertete Wertung. Ne, da müsst ihr meinen Blick erstmal verstehen, als ich diese Seite gesehen habe. Dachte mir, oh Gott, hat er sein eigenes Team auch gespottet. Und dann fiel mir ein, ach ja, Großgefecht, doppelte Panzeranzahl, ne? Ja, guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mal Spotting Damage kassiert. Wahnsinn. 9 Panzer aufgeklärt, 10.986 gespottet, 2 Mal geboonst, also hier Schüsse geboonst von den Gegnern, ne? 5 Module zerschissen, 2.983 Schaden selbst fabriziert und 1 Panzer rausgenommen. Was gab's dafür hier auf Hamburg, Nebelburg? Ne, hier ein Mainz, ne? Und hier Scout und Petro Duty, ne? Den Speer da. So, in der Teamauswertung ist er mit dem Schaden ganz knapp nicht an erster Stelle, sondern an Erfahrung, denke ich mal, ne? Jawohl, sehr schön hier. 400 plus. Ja, gute 400 irgendwas. Sehr schön gemacht. Schaden. Ja, ich meine, 430 U, das war doch AFK, ja, hat sogar überlebt. Ihr müsst denken, der kriegt dafür noch Erfahrung, ne? Das verstehe ich bei Wargaming nicht. Wenn einer AFK steht, null Erfahrung, null Credits, gar nichts. Aber naja.
Wir sind nicht Wargaming, ne? Was hat er bekommen? 96.987 Credits. Davon musste er zwei Autos bezahlen. Bleiben übrig 67.362 Credits. An Erfahrung hat er folgendes bekommen. 1956 mal 3 ergibt 5.868. Das habe ich jetzt im Kopf ausgerechnet, ne? Ja, ablesen muss gelernt sein. 294 Freierfahrungen waren auch dabei. Hier könnt ihr sehen, wie wichtig ein guter Scout für ein Team ist. Ja. Wenn du mal ein guter Scout-Fahrer bist, schickst du mir das Replay auch. Da musst du sein, Lackern. Ich danke euch allen. Vielmals fürs Zuschauen. Lackern, dir fürs Einsenden. War schön, mal wieder zu sehen, dass Passiv-Scouten doch noch was bringen kann. Und für euch, ja, verbleibe ich wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.